have our speaker, Filippo Valsorda. He's a crypto engineer and he's specialized in Go. Ja, dann herzlich willkommen aus der Übersetzerkabine. Ihr hört gleich Squeezing a Key Through a Carry Bit. Also wir quetschen einen Schlüssel durch ein Übertragsbit. In der Kabine übersetzen für euch Flo, FL und Tribut. Und wir sehen gerade die Vorstellung auf der Bühne. Es geht um Filippo Valsorda, der uns erzählen wird über ein Bit, das auf Assembler-Level bei der P256-Kurve, die einem erlaubt, den privaten Schlüssel zu extrahieren. Also bitte ein herzliches Willkommen für Filippo Valsorda. Thank you. Thanks. Danke. I love the term crypto gopher. Tony came up with it and I just want business cards with that on it. Ich möchte diesen Karten mit denen drauf. Mein Name ist Filippo. Wie ihr gehört habt, arbeite ich an Infrastrukturen. Ich arbeite an Go. Ich arbeite an Kryptographie. Das hier ist eine Kooperation mit Sean Devlin. Ihr kennt ihn wahrscheinlich als einen der Autoren von CryptoPals, eine Serie von Crypto Challenges. Vor einigen Monaten in diesem Jahr. Cloudflare Engineer was scanning CT logs. Cloudflare Engineer hat Certificate Transparency Logs angeschaut. CT sind Logs von SSL-Zertifikaten. Checking the ECDSA signatures. Was er dort gemacht hat, ist, er hat die ECDSA-Signaturen angeguckt und eine dieser Signaturen war nicht wirklich schön definiert. Was eigentlich komisch ist, weil die Certificate Transparency Logs. Die Einträge müssen eigentlich geprüft werden, bevor sie ins Log kommen. Das war spannend. Das war also wahrscheinlich ein Fehler in der Software, die Cloudflare benutzt hat, in der Software, um die Zertifikate zu prüfen, bevor sie eingetragen werden, in der Go Standard Library. Und zwar ist es ein Fehler in der Kurve von der P265-Kurve von NIST, eine sehr schwer zu implementierende Kurve für ECDSA. Diese Kurve hat eine Assembler-Implementation in der Go Standard Library, um die volle Performance da rauszubekommen. Und sie ist besonders optimiert für x86-64-Architektur. Und das ist genau, wo der Fehler lag. Es war ein Übertragungsfehler und wurde upstream gemeldet. Und alle haben zugestimmt, dass es nicht offensichtlich ausnutzbar war. Aber es könnte ein cooles Paper werden. Und ja, wie kann man darauf verzichten? Also Sean und ich haben uns in Paris getroffen und wir hatten eine Woche ein bisschen Thai-Food gegessen und diesen Assembler-Code angeguckt, eingestarrt. Und versucht herauszufinden, was tut das. Und einen Monat später hatten wir ein CVE und zwei neue Go-Releases. Wir haben es geschafft, diesen Bug von einem einzelnen Übertragungsbit zu einer vollen Schlüssel-Auslesefunktion zu bekommen im Diffie-Hellman Ephemeral Static. Wenn das noch nichts für euch, wenn euch das noch nicht sagt, dann macht das nichts, da kommen wir nachher noch zu. Einer der Exploits ist in JWT, Java Web Toolkit. Das hat 15 verschiedene Akronyme. Das ist auch implementiert in Go, das heißt, es kann wirklich in Real-World-Implementationen angewandt werden. Also fangen wir an, indem wir den Code mit diesem Bug angucken. Fangen wir am Anfang an. Das hier ist die kurze Assembly-Funktion, die eine Subtraktion tut. In Mathematik mit elliptischen Kurven arbeitet man an einem Feld elliptischer Kurven mit einem Modulus und einer Primzahl. Also wenn man Subtraktion tut, man A minus B modulo P. Und das tut dieser Code. Der setzt A zu A minus B. Diese Zahlen sind in der Kryptographie natürlich viel zu groß, um in ein einzelnes Register zu passen. Also wie rechnen wir, wenn wir das nicht in ein Register packen können? Wir machen das mit Multi-Precision-Math. Ihr wisst sicher alle, wie man das tut. Und zwar habt ihr das in der Primarschule gelernt. Und zwar schreibt man Zahlen in Spalten
Und dann macht man Mathematik mit einer Registergröße von 10. Und für jede Zahl geht man einfach zur nächsten Spalte und überträgt sie in die nächste, wenn das nötig ist. That's exactly what this is doing. Genau das, was dieser Code hier tut. Und er tut das einfach statt mit 10, mit 64 Zeichen pro Spalte. Und schauen wir uns mal die erste Spalte an. Die erste Spalte ist einfach nur abziehen, abziehen, abziehen und übertragen. Und diese Übertragung ist dann gespeichert, diesen Mul Zero Akkumulator. Was tun wir denn, wenn es negativ wird? Wir sagen, es muss ja dann Modulo P sein. Wir können das also nicht einfach über 0 rausgehen lassen. Es muss in die Registerbreite passen. Aber weil es eine arithmetische Modulozahl ist, können wir es einfach Modulo hinzurechnen und es muss dasselbe tun. Das heißt, wir können es einfach dazurechnen und da geht es auch. Wir nehmen also eine Kopie des Resultats und rechnen da einfach P dazu. Und das funktioniert sogar in konstanter Zeit. Und am Ende prüfen wir einfach ob that's subtraction. Straightforward enough. Am Ende prüfen wir einfach, welche von diesen beiden, also die subtrahierte Version oder die originale, wir benutzen und dann kriegen wir das Ergebnis. Und wenn man jetzt genauer hinschaut, dann sieht man den Bug, der hier passiert. Gut, dafür muss man Assembler schon lesen können. Hier unten die Sachen, die sind konstante Zeit. Das heißt, es ist wichtig, dass das konstanter Zeit ausgeführt wird, damit man nicht die Nummer rekonstruieren kann. Und was man üblicherweise macht, ist, dass man 0 dazu zählt oder um sicherzustellen, dass diese Flags gesetzt sind. Aber das ist kein Hinzufügen, sondern das ist Hinzufügen mit Übertrag, also Add mit Carry. Das heißt, es addiert jetzt 0 auf Mul 0 und das Carry-Bit von der vorherigen Rechnung. Das hat aber nichts damit zu tun. Das heißt, dass da vorne, das addiert P mit drauf, aber es ist völlig egal, ob das da einen Überlauf gibt oder nicht, denn das wird ja sowieso nicht benutzt. Das heißt, es addiert hier ein zusätzliches Bit in die Operation, die das einfach hier nicht hingehört. Und dann werden aber auch unten die Bedingungen auch umgedreht. Das heißt, das sorgt dafür, dass das sich quasi wieder aufhebt. Aber außer das Carry-Bit ist nicht gesetzt, also dieses Übertragsbit. Denn das ist dann genau der Fall, wenn hier dieses Carry-Bit eben nicht gesetzt wird. Das passiert nur alle 2 hoch 32 Mal. Das heißt, das läuft eigentlich ganz gut. Es ist keinem aufgefallen, bis das dann in diesem einen CT-Log, also diesem Certificate Transparency Log, aufgetaucht ist. Und da hatten sie quasi riesiges Glück, denn wäre das da nicht aufgepasst, wäre das quasi nur vorübergehend mal aufgetreten, dann hätte man gedacht, na gut, vielleicht ist die Verbindung einfach kaputt gegangen. Und das ist ein Carry-Propagation Bug, also eine Übertragsweiterverbreitungsbug. Und hier haben wir quasi nicht vergessen, den Übertrag mitzunehmen, sondern wir haben den Übertrag übertragen, den wir gar nicht hätten übertragen sollen. Und meistens funktioniert das gut und in wenigen Fällen geht es eben kaputt. Und wenn es kaputt geht, dann haben wir das falsche Ergebnis und erhalten die falsche Berechnung. Falsche Berechnung, naja, was soll das? Wie kann diese einzelne 1 jetzt noch irgendwie dazu führen, dass wir den kompletten Schlüssel wiederherstellen können? Das ist ja keiner von diesen klassischen Bug-Klassen wie ein Buffer-Overflow, wo man weiß, was man machen soll, wo man also durch eine ganze Menge von Möglichkeiten hat, um zum Beispiel Speicher zu überschreiben. Aber hier hat man praktisch gar keine Möglichkeiten. Und ich will das heute erklären, wie wir diesen sehr, sehr seltenen, fehlgeschlagenen Berechnung benutzen, um den kompletten Schlüssel wiederherzustellen. Und ich möchte mich aber zuerst entschuldigen, dass ich so einen ganz kurzen Crashkurs über elliptische Kurven geben muss hier am CCC. So, we've seen the field. Also wir haben den algebraischen Körper gesehen. Also wir machen immer Operationen modulo p.
Und dann gibt es Punkte, das sind XY-Werte, die zu einer Gleichung passen, die uns nicht interessieren. Das sind ganze Zahlen, das heißt, wir können mit denen arbeiten. Und wir können den benutzen, um eine Gruppe zu erzeugen. Eine Gruppe ist eine sehr elementare Struktur in moderner Kryptographie. Und um so eine Gruppe zu erzeugen, brauchen wir einen Nullpunkt, einen Erzeugerpunkt und eine Addition über der Gruppe, über die Punkte in der Gruppe. Also wir definieren eine Addition und es interessiert uns gar nicht, wie die Addition funktioniert. Wir nehmen einfach zwei Punkte, wir addieren die und wir kriegen ein Ergebnis. Und das hat alle Eigenschaften, die man aus der Grundschule kennt, kommutativ, assoziativ. Und dann gibt es auch noch zusätzlich die Multiplikation. Und wir definieren nicht wirklich, wie man einen Punkt multipliziert. Aber wenn ich euch sage, wir haben hier eine zusätzliche Operation und ich sage hier, ich hätte gerne fünfmal diesen Punkt. Na, was macht ihr? Ihr addiert den Punkt und ihr addiert den Punkt und so weiter fünfmal. Und das nennt man skalare Multiplikation. Das funktioniert über wiederholte Additionen von einem Punkt. Und jetzt haben wir also quasi eine Gruppe, die erzeugt wird durch Multiplikation eines Erzeugerpunkts, eine bestimmte Anzahl von Zeiten, und wir haben eine Additionsoperation. Und wie machen wir darüber jetzt Kryptographie? Das ist ja noch alles sehr abstrakt. Und was wir machen, ist, wir bauen Elliptic-Curve-Diffie-Hellman. Und ihr werdet jetzt, wenn ihr das normale Diffie-Hellman kennt, an einem bestimmten Punkt sehen, das passt alles wieder zusammen. Der private Schlüssel in ECDH ist einfach nur ein zufälliger, großer 256-Bit-Wert. Und dann haben wir einen öffentlichen Schlüssel. Das ist genau dieselbe große Nummer, multipliziert mit dieser skalaren Multiplikation, die ich gerade gesagt habe, von so einem Generatorpunkt. Also bei Diffie-Hellman entspricht das G hoch A. Und wenn nicht, dann ignoriert das einfach. Es geht nur, wir multiplizieren den privaten Schlüssel mit einem Punkt. Und wenn ich dann einen privaten Schlüssel und einen öffentlichen Schlüssel habe und du schickst mir deinen öffentlichen Schlüssel, dann müssen wir ein geteiltes Geheimnis erzeugen. Und da nehme ich einfach deinen öffentlichen Schlüssel und ich multipliziere es mit that comes together, the two results meine, meinen privaten Schlüssel mit deinem Punkt. Und da kommt dasselbe raus, weil wenn weil dein privater Key mal D ist dasselbe wie mein privater Key mal D. Das ist kommutativ. Und das ist schon alles, was wir wissen müssen, um hier das zu verstehen. Aber es gibt noch eine Sache, die ich hier nicht weiter drauf eingegangen bin. Es ist leicht, mit 5 zu multiplizieren. Wir addieren einfach 5 mal. Aber wenn ich jetzt sage, multipliziere mal mit einer 256-Bit-Nummer, also man kann das nicht 2 hoch 256 mal aufaddieren. Ja? Also was machen wir? Was wir versuchen ist, wir wollen die Multiplikation des privaten Schlüssels mal dem Punkt, dem öffentlichen Schlüssel. Also wir nehmen den privaten Schlüssel und wir legen den hier bitweise hin. Und wir starten bei dem höchstwertigen Bit, das ist also Little Endian. Also die Slide war am Anfang falsch, aber also, ne, seht ihr, ich behaupte einfach, ich habe es genau andersrum gemeint und dann stimmt's. Das heißt, dieses Bit hier ist tatsächlich 2 hoch 256 wert. You're adding or removing 2 to 255. Beziehungsweise 2 hoch 255. Wenn wir das umändern, dann addieren wir 2 hoch 255. Und dann prüfen wir einfach dieses erste Bit. Ist es gesetzt? Ja oder nein? Ja, also addieren wir diesen Punkt. Und Q ist dieser Punkt, den wir hier multiplizieren wollen. Und dann gehen wir ein Bit nach unten, indem wir es verdoppeln. Und wie verdoppeln wir? Wisst ihr, wie das geht? Wir haben ja nur Addition. Naja, wir addieren es auf sich selber drauf. Also wir benutzen Addition, um den Punkt zu verdoppeln. Und ihr seht vielleicht schon, wo das hinführt. Wir multiplizieren es, also wir verdoppeln es jedes Mal, wenn wir ein Bit nach unten gehen. Und wie häufig haben wir dann also quasi am Ende verdoppelt?
Ja, 256 Mal. Ne, das war ja quasi das Bit, das war 2 hoch 255 wert und am Ende hat es dann also den Wert, den es haben soll. Und wir kommen zu dem Punkt und prüfen, ist der Punkt 1? Nein, wir machen gar nichts. Und wir verdoppeln, um runterzugehen. Dann schauen wir wieder, ist das Bit 1? Wenn ja, dann, ne, in dem Fall ist es 1, also addieren wir den Punkt, verdoppeln, fügen den Punkt hinzu, verdoppeln und so weiter. Und so machen wir quasi weiter, bis wir... Also wir haben hier noch ein paar Folien, bis wir beim niedrigstwertigsten Bit sind. Und am Ende müssen wir, haben wir das korrekte Ergebnis. Und das Resultat kommt von dieser Sequenz an Instruktionen. Twice 255 operations, höchstens zweimal 256 Instruktionen sind. Das können wir konkret tun. Nun, wieso habe ich das jetzt so, diesen sehr spezifischen Algorithmus erklärt? Weil, um den Angriff zu verstehen, müsst ihr verstehen, dass jeder Schlüssel, also jede Kette von Bits in eine sehr spezifische Sequenz von Operationen umgewandelt werden kann. Wenn man ein Bit ändert, dann wird es genau eine zusätzliche Addition oder eine weniger Addition geben. Und jeder Schlüssel hat eine sehr spezifische Sequenz von Instruktionen, zum Beispiel hinzufügen, verdoppeln, hinzufügen, verdoppeln, hinzufügen, verdoppeln und so weiter. So, back to our bug. Nun, zurück zum Bug. If you spaced out because we took a lot of crypto, I so wenn ihr abgeschweift sind, seid, weil ich ein bisschen viel Krypto für jetzt erzählt habe, ich habe dich gesehen. The two things you should take away are, zurück. Dann solltet number. Ihr die diese beiden Dinge mitnehmen. Es gibt eine große Nummer, den Privatschlüssel. Und wir wollen diese große Nummer, diesen Privatschlüssel, mit einem Punkt multiplizieren. Und das tun wir mit einer Serie von Additionen und Verdoppelungen. Und diese Serie ist spezifiziert durch die Bits von dieser großen Nummer. Nur das müsst ihr wissen für den nächsten Teil. Gut. Gehen wir zurück und schauen wir, wie wir das brauchen, um diesen sehr kleinen Übertragungsfehler in einen Key Recovery umzuwandeln. Also als erstes, wir spielen das hoch. Die Funktion, die kaputt geht, ist die P256.addSubInternal. Diese Funktion wird benutzt von der Funktion P256.addAffine. Das ist diese Funktion, die Punkte addiert. Und adding to points, we've seen, we use und um Punkte hinzuzufügen, das brauchen wir, wenn wir diese skalare Multiplikation machen, also wenn wir multiplizieren, dieses d mal q. And how is scalar mult used? Und wie wird scalar mult benutzt? Und hier haben wir genau diese Stufe, auf der wir arbeiten können, wenn wir mit kryptografischen Protokollen arbeiten. Diese Operation, die sieht man in Elliptic Curve Diffie-Hellman. Es gibt ein Scalar, das ist der geheime Schlüssel. Es gibt einen Punkt, der öffentliche Schlüssel der anderen Person, also zum Beispiel des Angreifers. Also Scalar Mode in diesem Fall, um mit InfoSec-Terminologie zu sprechen, hat einen definierten Scalar und einen Attacker Supplied, einen Punkt vom Angreifer. Und das Secret ist der Session Key, zum Beispiel in TLS. Wenn du eine Verbindung öffnest mit ECDH, dann tun wir diesen Tanz, um einen Session Key zu erzielen. Wenn der Session Key korrekt ist, dann wird die Verbindung sich öffnen und wir können einen HTTP-Request absetzen. Wenn der Bug passiert ist und das Resultat falsch ist und das Resultat ein falsches Shared Secret erzeugt, dann ist der Session Key falsch. Und wenn der Session Key falsch ist, dann fällt das auf, weil die Verbindung unterbrochen wird. Das ist, was wir in Kryptographie ein Orakel nennen. Und dieses Orakel kann man anfragen und einen Punkt senden, weil es unser öffentlicher Schlüssel ist, als Angreifer. Wir senden diesen Punkt an das Orakel und es wird multipliziert mit dem privaten Schlüssel des Orakels und es gibt ein Bit an Informationen raus. Und zwar, wurde der Bug ausgelöst oder nicht? Der größte Teil der Zeit wird es nicht ausgelöst werden, weil es, ihr erinnert euch, es ist ein extrem seltener Bug.
Wir haben ein Oracle, das uns sagt, der Bug ist passiert oder nicht, entsprechend zum Punkt, der gesendet wurde. Und sagen wir mal, der Key bleibt derselbe. Könnt ihr euch vorstellen, wie wir das benutzen, um Dinge über den Schlüssel zu lernen? Ja. Sagen wir, wir können magisch einen Punkt heraufbeschwören, der in dieser Sequenz von Operationen an einer sehr spezifischen Stelle passiert. Und wenn wir einen anderen Punkt finden, einen anderen, bei dem der Punkt an einem anderen, aber auch interessanten Bubble passiert, wenn wir gewisse Bits von dem Schlüssel schon kennen, was können wir dann tun mit diesen beiden Punkten? Wir senden sie beide. Eins davon wird die Verbindung unterbrechen. Das andere, der andere Punkt, wird funktionieren. Das heißt, der Punkt, der funktioniert, hat den Bug nicht ausgelöst, der den unterbricht, hat den Bug ausgelöst. Und wir wissen, welcher dieser Punkte mit welchem dieser Bugs zusammenpasst. Weil wir genau entsprechende Punkte gebaut haben, die an der richtigen Stelle des Keys nur dann auslösen, wenn dort eine 1 oder eine 0 steht. Und in Kryptographie ist das Prinzip, wenn du ein Bit des Schlüssels hast, gibt es wahrscheinlich einen Weg, um an alle anderen Bits zu kommen. Gut. Fangen wir an. Haben wir die 4 Bits auf der rechten Seite und wollen die beiden auf der linken? Wir konstruieren 2 Punkte. Einen, der die Verbindung unterbricht, wenn die Multiplikation genau beim linken Bit passiert, und einen, der nur dann auslöst, wenn dort keine Multiplikation ausgelöst wird. Dann senden wir beide und nur einer dieser Punkte unterbricht die Verbindung. Und dann wissen wir das erste Bit. Und dann gehen wir zurück. Wir gehen zurück zum magischen Punktegenerator und machen 2 neue Punkte. Dieses Mal schauen wir nicht für das erste Bit auf der linken Seite und kennen die anderen 4 auf der rechten, sondern wir kennen die 5 auf der rechten und gucken für das erste auf der neuen linken. Und wieder machen wir 2 Punkte. Einer davon unterbricht die Verbindung, der andere nicht. Und wir wissen ein Bit mehr. Und wir gehen wieder zurück zu unserem Generator, machen 2 Punkte. Einer unterbricht die Verbindung, der andere nicht. Und so weiter. So machen wir weiter. Jedes Mal, wenn wir zurückgehen, passen wir uns an, verwenden die Bits auf der rechten Seite. Deshalb nennen wir das einen adaptiven Attack. Jedes Mal adaptieren wir uns an das, was wir wissen. Wir lernen und nutzen das Gelernte. Und das Schöne an diesen adaptiven Attacken ist, sie sehen genau aus wie in Hollywood-Filmen. Es ist wunderschön, weil du siehst, wie sie durch die Values durchgehen und ein Bit nach dem anderen wird sichtbar. Und das habt ihr alle gedacht, das sei falsch. Ist es nicht. In diesen Attacken ist es wirklich so. Sonst ist alles falsch. Not Mr. Robot, that's good. Anyway. Okay. So. Also. This attack, dieser Angriff. Came up with it. We thought we had something extremely novel. Wir dachten, als wir den erfunden haben, das ist etwas extrem Neues, und wir haben die Literatur angeguckt, und jeder, der im Publikum ein Akademiker ist, der weiß, was passiert ist. Wir haben ein Paper gefunden, das genau das tat. Aber es war ein bisschen anders. Es war auch dieselbe Kurve, P256. Es war immer noch EC256. ECDH. Okay, es ist wirklich ähnlich, aber es ist ein Angriff, der sehr, sehr auf den Implementationsdetails beruht. Also man kann nicht einfach deren Code weiterverwenden, aber die Idee ist dieselbe. Ein adaptiver Angriff, der versucht, 2 verschiedene Punkte, und es wurde schon in einem entsprechenden Paper dokumentiert, und in diesem Fall gegen OpenSSL. Und nicht gegen die Go-Standard-Library. Gut, also für den weiteren Verlauf sprechen wir deshalb jetzt darüber, wie genau wir das gegen Go implementiert haben, weil unser Bug sehr, sehr spezifisch auf diese Standardbibliothek ist. Also die generelle Idee des Angriffs habe ich jetzt beschrieben. Wir definieren Punkte, senden beide zur selben Zeit, und anhand jeden Punktes finden wir ein Bit. Aber
Ich habe euch ein bisschen angelogen und ich habe euch in verschiedenen Punkten ein bisschen angelogen. Weil das erste, was ich angelogen habe, ist, Go macht kein Double Add ein Bit at a time, sondern tut das mit 5 Bits in einmal. It's a native paper. Instead of instead of adding one point or zero statt ein Punkt oder null Punkte zu addieren und dann zu verdoppeln, addiert es zwischen einem minus 16 and plus 16 zwischen minus 16 und and plus 16 Punkten und verdoppelt dann fünfmal. Tut das einfach in Blöcken von 5 Bits. Also es nimmt diesen Schlüssel, unterbricht ihn in Blöcken von 5 Bits, verwendet dann Werte von einer vorberechneten Tabelle mit allen möglichen Werten von einmal dem Punkt bis 16 mal dem Punkt. In dieser Schleife verdoppelt es fünfmal, weil es fünfmal durchgeht und entscheidet sich erst dann, welchen dieser Punkte von 1 bis 16 aus dieser Multiplikationstabelle, dass es verwenden wird und fügt das zum laufenden Resultat dazu. Es gibt auch ein bisschen Konstantzeit-Arithmetik da drin, weil das andere, was ich euch angelogen habe, ist, es gibt keinen Nullpunkt. Es ist ein eingebildeter Punkt, den wir verwendet haben, um die Mathematik zum Laufen zu bekommen. Aber wenn man diesen Punkt tatsächlich erreichen versucht, dann ist es ungefähr wie durch Null zu dividieren. Das geht nicht. Aber was funktioniert, ist Null hinzuzufügen. Man tut einfach nichts. Wenn es also Null ist, dann wird nichts hinzugefügt. Und wenn es nicht Null ist, wird der entsprechende Wert in der Multiplikation hinzugefügt. Also, das Dritte, was wir tun mussten, um die Lösung hinzukriegen, ist, dass Go jeden dieser 5-Bit-Blöcke als ein einzelnes, dass wir jeden dieser 5-Bit-Blöcke als ein einzelnes Element angeguckt haben, weil es viel einfacher ist, als mit jedem einzelnen Bit zu arbeiten. Das heißt, für diesen Talk schauen wir uns einfach jede Gruppe von 5 Bits als Glieder an, als Werte von 0 bis 15. Plus, so when you hear 16. Me talk about limbs, you just know that also, it means the 5-bit erwähne, value from the key. This is, dann ist es einfach ein 5-Bit-Wert aus diesem Schlüssel, aus diesem riesigen D. That's the multiplier. So, how does the attack change? Gut, wie ändert sich dadurch der Angriff? Nicht wirklich großartig. Statt ein Bit anzugreifen, zwei Punkte, eins, das kaputt geht, eins, das nicht kaputt geht, müssen wir ein Glied aufs Mal angreifen. Eins, das für 1 die Verbindung unterbricht, eins, das für 2 die Verbindung unterbricht, eins für 3 und so weiter. Für jeden dieser Werte. Um 5 Bits des Schlüssels hinzubekommen, brauchen wir im Durchschnitt die Hälfte des Spaces, statt nur 17 statt nur 5 Versuche. So, however, how the attack triggers is the same. Wie der Angriff ausgelöst wird, bleibt dasselbe. Wir versuchen einen Bug zu finden, der genau am richtigen Punkt der Verdoppelung ausschlägt, bei der richtigen Verdoppelung, und wenden ihn an. That's still the high level of how we're going to do it. But in practice, I didn't tell you how we're going to magically generate these magic points that break just at the right time. And I didn't tell you because it's fuzzing. Genau zur richtigen Zeit. There is, die Antwort darauf lautet no fuzzing. Specific way to generate them es gibt algebraically. So instead, we just hooked the assembly code with something that we just set a boolean, true, false, if the conditions for the bug are met. And then we run through a lot of points. Und dann haben wir einen Haufen Optionen ausprobiert. For each point, we run it through the limbs we already know. Remember, this is an adaptive attack. So we want to learn the next limb. Und wir wollten immer wissen, was der Rückgabewert für das nächste Glied sein wird. We run through the ones we know, and then we try all the possible values for the wir one haben that we don't die know. Werte Stück if für one Stück of them and only one of them breaks, that's a useful point. Because if we send that point and it breaks, war das für uns eine nützliche Information, weil wir genau wussten,
mit welcher von uns bestimmten Wert der Bug getriggert wird. Okay, so this is going even more low level if you're interested in optimizations. Jetzt wird's noch ein bisschen tiefer. We had to run through a lot of candidate points. And wir hatten natürlich eine große Menge von möglichen Kandidaten, von denen wir dachten, dass sie den Bug auslösen. The private key, we don't know if the, you know, entire protocol works and our Oracle doesn't work anymore. So wir wussten nicht, wie das ganze Protokoll funktioniert that, und das, deswegen konnten wir auch nicht sagen, ob unser Orakel noch die richtige Auskunft gibt. Just deswegen haben wir den private key jedes Mal wieder ausprobiert. G to the, added the point to the haben public wieder G key. This is just an optimization. Von uns we called into the various assembly addiert. Of the assembly of the standard library. Don't do this, but it's beautiful. Wir haben go call die Assembler-Implementierung der standard library angeschaut. Schaut I will never approve it on code review, but I love it. Aber wenn ich das and im Code Review sehen würde, würde ich das natürlich sure überhaupt that, nicht know, durchlassen. Aber ich finde es trotzdem cool, wie das hier programmiert is ist. There there are false hier drin seht so ihr den Bug. It the es gibt code, zwar false positives, aber hier ist der Bug same? Drin. Well, false positive. Is it different? No. Gibt das Ergebnis, triggert das Ergebnis okay. den Bug? So we nein. Have a beginning. Okay, false positive. Triggert we das Ergebnis den Bug nicht? Move ja. Through the attack. Jetzt bewegen wir uns nochmal Stück für Stück durch den Angriff. Wir beginnen beim ersten Glied. The most significant one, when we still don't know anything wir beginnen about am most significant bit. Wir haben noch überhaupt keine Ahnung vom Key. Das Problem hier ist, like this. So, let's pick three. It's an example, okay? Let's wir nehmen jetzt ein that the limb is three. Beispiel. So wir nehmen einfach mal an, das Glied ist drei. Fuzzing, and we find also. Something that breaks wir machen jetzt Fuzzing und wir finden einen Wert, der beim fünften Versuch den Bug triggert. Right? Heißt das jetzt, dass das erste Glied 3 ist? Sadly, it nein, mean falsch. That the limb is also 6 or 12. Würde das auch heißen, dass because das Glied 3 oder 12 is wäre? For example, is that 3 is taken, it's doubled, and saved in das the Problem ist, 3 wird ausgesucht, das wird in der Commutation then Table verdoppelt, out of the dann table, kommt 6 raus, doubled 5 times. Nochmal but 2, what happens dann after kommt 12 you raus. 6, 4 times? What's the value? Wie lautet the exact jetzt, same nachdem wir es viermal addiert times. Haben? And the sequence 6, is the exact same. 6 mal 5, so we don't 30. Know which one it is, because we only know wir that immer noch nicht, that's was the sequence, der Wert ist. But that doesn't tell us anything. Aber and the same happens for 12. Das sagt uns jetzt also gar nichts, denn das könnte 3, 6 oder 12 sein, denn 12 ist ja einfach nur 3 zweimal verdoppelt. Und wenn wir es also nochmal verdoppeln, dann ist es ja immer noch kaputt. Wir wissen ja also nur, es geht kaputt, nicht an welcher Stelle. Das heißt, was wir also machen ist, wir finden jetzt 3 Punkte. Einer, der kaputt geht, wenn 3 zweimal verdoppelt wird und einmal, wenn er 4-mal und einmal 7-mal verdoppelt wird. Und wir schauen uns die alle an und gucken, welche kaputt gehen. Also wenn nur der erste kaputt geht, dann ist es eine 3. Der zweite, aber nicht der dritte, ist es eine 6. Alle 3, dann ist es offensichtlich eine 12. Und das hat ewig gedauert, bis ich das in meinem Kopf irgendwie einsortieren konnte. Das ist... I can feel that you're also ich kann jetzt schon spüren, dass ihr langsam müde werdet. Das ist sehr intensiv, da ist viel Mathematik mit drin. Also schauen wir uns mal was anderes an und reden wir über Kängurus. Ja. Ich werde euch was über Kängurus erzählen, was ich aus einem kryptografischen Paper gelernt habe. Ich schwöre, dass ich das da gelernt habe. Und es geht darum, wie Kängurus springen. Und das hängt wohl davon ab, wie der Boden beschaffen ist, auf dem die Kängurus springen. Je nachdem, wenn man zwei Kängurus auf die exakt selbe Stelle stellt, dann werden sie dieselbe Entfernung und etwa dieselbe Richtung weit springen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber Pollard hat das in einem Paper behauptet und mit dem diskutiere ich wirklich nicht. Ja, und warum bringt uns das jetzt was Praktisches? Naja, und die Idee ist, wir haben einen sehr praktischen, also sehr coolen Weg jetzt, um Kängurus zu fangen.
No, we are catching Nein, kangaroos. Also es geht hier darum, so, Kängurus zu fangen. You take a kangaroo that you have also wir nehmen ein Känguru, das man rumliegen hat, denn wir, ihr habt ja alle eins rumliegen und ihr macht einen GPS-Tracker ran und dann lasst ihr es frei. Und dieses Känguru hüpft und läuft durch die Gegend und genießt seine Freiheit und zu einem bestimmten Punkt sammelt man es wieder ein, denn ihr wisst ja, wo es ist. Und ihr macht da quasi eine Markierung hin, genau da, wo ihr es gefunden habt. Was passiert denn mit einem Känguru, was da nur vorbei läuft? Ja, wenn es zu irgendeinem Zeitpunkt einen dieser Marker, wo das andere Känguru gehüpft ist, danach wird es denselben Pfad folgen, denn jeder Sprung hängt ja nur davon ab, wie der Boden beschaffen ist. Und auf die Art und Weise, wenn das wilde Känguru auf einem der anderen Fußabdrücke landet, dann werdet ihr es auf jeden Fall finden, denn es wird auf jeden Fall in derselben Falle landen. Okay, das hatte jetzt mit dem Talk gar nichts zu tun, ich wollte das nur mal erzählen. Nein, natürlich nicht. Here is how this converts also hier, to crypto. Also hier, so hat, hängt das jetzt mit Kryptographie zusammen. Wir können Punkte auf einer elliptischen Kurve so springen lassen wie Kängurus. Also wir können die deterministisch ausschließlich auf den Input, also auf den Startpunkt. Also wir können zum Beispiel einen Hash nehmen, egal welchen, ihr könnt den selber designen. Das ist scheinbar in kryptografischen Währungen ist das sehr populär, seine eigene Hash-Funktion zu erzeugen. Okay. And you hash a point to another point. Man hasht einen Punkt auf einen anderen Punkt und wenn man jetzt einen Sprung machen will, dann nimmt man einen Punkt und man addiert ihn auf seinen eigenen Hash hinzu. Also Qn plus 1 hängt jetzt nur von Qn ab. Und das ist genauso wie bei dem Känguru jetzt. Wie kann man das jetzt dafür benutzen, was wir hier machen wollen? Wir wollen P rekonstruieren, also wir wollen die Multiplikation, der diskrete Logarithmus, sagt man häufig, des öffentlichen Schlüssels. Also wir nehmen jetzt ein gezähmtes Känguru, also einen Punkt, wo wir das P kennen und lassen das hüpfen und das hüpft vor sich hin. Und wir merken uns, was der Wert ganz am Ende ist. Und wir nehmen diesen Wert und speichern ihn. Wir müssen gar nicht alle Punkte zwischendrin aufheben. Es reicht, den letzten Punkt zu speichern. Wir müssen da nicht viel im Speicher halten. Und dann nehmen wir den Punkt, wo wir das P eben nicht kennen, und wir springen eine ganze Weile. Was passiert ist, dass es sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit hat, eine der der Fußabdrücke des vorherigen Punktes zu treffen. Und wenn das das tut, dann wird es am Ende in unserer Falle landen. Also es wird denselben Wert haben wie der Wert, den wir vorher ausgerechnet haben. Und wenn das passiert, dann wissen wir, wie weit der wilde Punkt gelaufen ist, denn wir waren ja diejenigen, die die Sprünge ausgelöst haben. Das heißt, wir können jetzt zurücklaufen zum Startpunkt. Und es stellt sich raus, das ist eine sehr effiziente Variante, um den D-Wert zu finden. Also, wenn wir in einem kleinen Bereich starten, dann wissen wir, wenn zu viel Zeit verlaufen ist, dann wissen wir, okay, dann ist es wahrscheinlich keine von unseren Fallen erreicht und dann spulen wir einfach die Zeit zurück. In Krypto können wir das machen und starten wir woanders. Und diese Attacke nennt man Pollard-Känguru-Attacke. Die ist in einem ursprünglichen Paper aus den 80ern beschrieben. Da ging es um Diffie-Hellman, aber es funktioniert bei allen Gruppen. Also funktioniert es auch auf elliptischen Kurven. Und es gab weitere Verbesserungen später, in späteren Papers. Und ein Kapitel, wo es in dem elliptischen und hyperelliptischen Handbuch, wo das beschrieben ist. Also wir wissen jetzt, wie wir starten müssen, wir wissen, wie wir durchlaufen und wir wissen, wie es aufhört. Also lass uns das mal konkret betrachten. Also suchen wir uns mal ein Ziel. Also wie ich schon gesagt habe, dass diese Attacke funktioniert gegen JWT.
Und JWT ist, JWT hat sehr viele fragwürdige Entscheidungen getroffen und eine davon ist, dass einer der Algorithmen für den öffentlichen, für den Public Key Algorithmus ist Diffie-Hellman, also nicht der, den wir sonst benutzen, wo wir quasi bei jedem, bei jeder Variante einen neuen Schlüssel aushandeln. Das macht diesen Attacke natürlich unmöglich, denn das ist ja ein adaptiver Angriff, also ein Angriff, wo wir immer wieder und wieder den Angriff fahren müssen. Stattdessen machen die ein statisches Diffie-Hellman, das heißt, eine von den beiden Seiten ist immer dieselbe. Das macht man als Optimierung, macht das auf gar keinen Fall. OpenSSL hat das ursprünglich gemacht, aber hat das mittlerweile aufgegeben, weil das dazu für ein paar Attacken anfällig war. Und bei GoTLS funktioniert das nicht, denn GoTLS macht das richtig, aber JWT macht das, denn wenn der private Schlüssel fest ist, dann ist natürlich auch der, andersrum, wenn der öffentliche Schlüssel fest ist, dann ist natürlich auch der private Schlüssel fest. Das heißt, wir gucken uns hier den ECDH-Algorithmus an und wir können ihn benutzen, zum Beispiel gegen GoJosie. Das ist jetzt nicht die Schuld von GoJosie, aber es ist eine populäre Implementierung. Und Go 1.8.1, die letzte Version, die noch verwundbar war. Und wir können einfach nur, ob der Dienst unseren, unsere Daten entschlüsseln kann. Das kann zum Beispiel daran liegen, dass es einen HTTP-Error ausgibt, wenn es das nicht kann, oder aufgrund von Timings, aufgrund von Inhalte von einer Festplatte und so weiter. Alles, was wir brauchen, ist ein Orakel. Also abfragen zu können, hat der Bug ausgelöst oder nicht? Also haben wir recht bei der Vorhersage des Glieds oder nicht? Und dann müssen wir natürlich eine ganze Menge Arbeit machen. Wenn ihr nicht die Ressourcen von einer großen Firma habt, dann könnt ihr auch einfach EC2 Spot Instances benutzen. Wie wir das eingerichtet haben, ist, es gab einen kleinen Code, der nichts Intensives macht. Das kann man auf dem Laptop oder irgendeinem anderen Gerät laufen lassen, das HTTP-Anfragen annimmt von den Arbeitern. Und das Schöne an dieser Infrastruktur ist, man kann das horizontal skalieren. Die kann also beliebig viele Worker starten auf nicht heterogenen Plattformen. Denn das Einzige, was die machen müssen, ist, also die müssen keine Ports offen haben, die müssen, man muss sich nicht über NAT Sorgen machen. Man kann es im Prinzip auch auf dem Botnet ausführen. Das Einzige, was die machen müssen, ist zurückverbinden und nach Arbeit fragen. Und nach 30 Sekunden oder wann auch immer sie einen Punkt gefunden haben, nochmal eine Verbindung aufbauen. Ich habe was gefunden oder ich habe nichts gefunden. Gib mir mehr Arbeit. Und das ist auch deswegen praktisch, weil wenn man diesen Worker-Code falsch macht oder das irgendwas ändern will, dann kann man einfach die Worker nochmal neu starten oder woanders neu starten, ohne dass man den Zustand des Verteilers hier in dem Fall beeinflussen muss, also man, der bleibt erhalten. Das ist im Wesentlichen nur ein kleines Skript, was EC2-Instanzen startet, weil wir da kein eigenes Image dafür erstellt haben. Also ein paar Zahlen. Jeder Schlüssel hat 52 Glieder, das wird ein bisschen weniger brauchen am Ende, denn wir haben ja Kängurus, aber sagen wir ungefähr 52. Und jedes von diesen Gliedern enthält 16 Punkte im Mittelwert. Und also manche sind schneller, es sind eigentlich 17, aber manche sind schneller zu machen, deswegen ungefähr 16. Und für jeden Punkt brauchen wir ungefähr 2 hoch 26 Kandidatenpunkte. Das heißt, wir müssen 2 hoch 26 Punkte ausprobieren, bevor wir einen finden, der den Bug auslöst. Auf diesem richtigen Punkt. Und nachdem wir also 16 solche Punkte brauchen und jeder braucht 2 hoch 26 Versuche, bedeutet das etwa 85 CPU-Stunden. Das heißt, eine Stunde, ein Kern für eine Stunde ist eine CPU-Hour. Und 85 CPU-Stunden kostet ungefähr $1.25. Was also die
Gesamtsumme, die uns diese Attacke kostet, etwa $60. Und am Anfang hatte ich die Mathematik, also habe ich das falsch gerechnet und hatte Angst, das könnte $1,000 kosten, aber ich hatte mich nur verrechnet. Ich bin nicht mutig genug, diese Attacke live auszuführen. Das ist ja eine nette Infrastruktur, aber nein, das sehr vertraue ich dem nicht, aber es dauert halt auch eine Weile und wenn man eine große Anzahl von EC2-Maschinen hochfahren will, dann braucht das eine Weile, also ich denke etwa 12 Stunden. We're going to look at a sped-up version of a one-hour video in the next 45 minutes. You have time, right? Also, ihr habt doch bestimmt noch eine Dreiviertelstunde Zeit, oder? Dann werden wir uns also mal ein Video von dem Attack anschauen. This is the UI, it's... Das ist das be too UI vom Dispatcher. Das sollte jetzt nicht ganz so verwirrend sein. And wants to like license it, we can talk. Ja, und wenn jemand von euch das lizenzieren will, dann können wir nach dem Talk gerne mal drüber reden. Values are the ones that we found a point for from the workers. Was ihr hier an den Values oben seht, das sind die Werte, die Workers gefunden haben, an Dispatcher zurückmelden. It resulted not to be the right limb. And the green ones are the ones that instead broke, grün so they're the right. Die Werte, die remember that here the target haben. Is a JWT receiving application. Dran, and then you can see the key slowly flipping from the bottom. Und and it's exactly like Hollywood, I love that. So yeah, you can see the limbs filling up as we find them. And that approximately there's 30 limbs, bits, so 2 to the 30 rounds to the 30 candidates. Work for each round for each limb that we find. It obviously depends on luck. Hier finden, so das hat natürlich auch ein bisschen and Glück dann zu tun. Yes, sobald wir eins finden, meldet der Worker es zurück. The thing will probably keep running for a little while, but und, das Video, das läuft jetzt this noch ein is bisschen. Already at limb 9. It has to get to inzwischen 52 and you don't have that patience. Um so den Key zu bekommen, this ja, was müssen wir the noch bis attack. 59. Ich the jetzt nicht code Geduld, will be open source soon. Den Code werden wir bald leave the limbs you lost. They belong to us now. And any questions? Und für den Fall, dass ihr ein paar Glieder verloren habt, ja, die gehören jetzt alle uns. Irgendwelche Fragen? Valsada, thank you very much for this lovely talk and the kangaroos. Ja, herzlichen Dank für diesen großartigen Talk und die Kängurus. Es gibt eine Frage von den Signal Angels. Actually, the internet wants to know, did you compare this bug to implementation in other libraries? Ja, und die Internet hat gefragt, hast du das mit anderen Implementierungen verglichen? We did not, also because each implementation is a bit different. Hanno works on a lot of fuzzing of begint implementations, and he asked me like on Twitter just today if I tried fuzzing the Go implementation, for example. And sadly, this is constant time code that is specific to P256. So the answer is, there's a lot of them, and the bug can be small and anywhere. It's not like you will be looking for another bug in P256 subtraction. It can natürlich be anywhere in the underlying math, finden, and we can turn that into the same attack. So, no, we didn't look for this specific one. Aber nein, but wir haben I think nicht that danach geschaut. Four CVEs in 2017 ich on OpenSSL aber, have descriptions that are very similar, but they're about finite field Diffie-Hellman, like sehr, sehr normal ausschauen. VH. If you look for... Und wenn ihr in die Richtung if you look for something that says about... It's barely doable because all the computation can be done offline. Könnte man das umsetzen? That's this kind of attacks on OpenSSL. Dann ist es ein Next. Angriff, der OpenSSL relativ any other questions from the single angel? So please line up at the microphone. Microphone one, please. So why can't you determine the points algebraically? Und die Frage ist, warum kann man den Punkt nicht direkt herausfinden? So, it's entirely assembly and there's a lot of points nein, where the Assembler. Values then thrown out or like it might get corrected Punkte, by wo wir how Fehler it's bekommen. Essentially
we didn't see a clear path to this, and it's $65 on EC2. Genau so it doesn't really change the feasibility to just pass them. So we just went for the fastest path to the entrance. Hat uns daran bestärkt, das einfach zu fassen und auszuprobieren. No one is asking about kangaroos, people. I mean, yes, es gibt keine. Warum fragt hier keiner nach Kängurus? Have you been to Australia? I haven't. Okay, you have. Warst du schon mal in Australien? I think there aren't any other questions. Na, er sagt, er war nicht in Australien. Give Filippo Valsoda a big round of applause, please. Thank you. Thank you. Damit ist der Talk dann zu Ende. Wir verabschieden uns auch aus der Übersetzerkabine.